Egal, wir gehen rein. Und täglich grüßt die Bachmann. Na, ich hab's Merch, wurde das öfter nachgefragt. In der Beschreibung findet ihr einen Link dazu. Freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Lolingo. Ich habe mich dieses Mal für ein sehr, sehr schlichtes Basic-Design entschieden. Nicht zu auffällig ist, damit man die Klamotten jederzeit tragen kann. Falls ihr Bock darauf habt, kommt auch gerne irgendwann mal ein auffälliges Design. Außerdem gibt es ein... Wüsst den, das ist eine sonderbare Frau. Ein paar Tassen, normale sowie Magic-Tassen mit Farbwechsel bei heißen Getränken. Gönnt euch, könnt ihr gerne auf Insta posten, falls ihr eure Kohlen dafür auf den Kopf gehauen habt. Ich reposte euch dann. Bei meinen Zuschauern, die des Lesens mächtig sind, wird sich ein Here-We-Go-Moment eingeschlichen haben, nachdem die Loopstrichter den Titel des Videos erfasst haben. Ja, es ist wieder soweit. Aline Bachmann doxt wieder, was das Zeug hält, versucht meine Kritik an ihr sperren zu lassen, nicht nur von mir, sondern von einigen anderen YouTubern, die wahrscheinlich auch gerne habt, und es wurden wieder Leute angezeigt. Kleine Vorwegnahme, dieses Mal wird erneut Aisha in Mitleidenschaft gezogen. Aisha, die mutig wie keine zweite gegen ihre Krebserkrankung ankämpft, der es leider wieder sehr schlecht geht und ihre Zeit im Krankenhaus verbringen musste, sich allen Ernstes gerade mit der Polizei rumschlagen darf, weil Bachmann sie für ihre negativen Resonanzen verantwortlich macht. Aline, du siehst mal wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht. Der Wald symbolisiert hier übrigens metaphorisch gesprochen die Reaktion auf deine Aktion, sprich deine Bäume. Und dieser Wald ist groß. Groß, denn sie hat mittlerweile nicht mal mehr den Überblick, weswegen sie gerade überhaupt noch kritisiert wird. Ausführlich thematisieren wir das ist ganz schön traurig. Das war im letzten Kapitel dieses Videos. Wir nehmen uns zuallererst ihre erfolglose Strike-Kampagne gegen meine Videos vor, um an... Ja, und die hat noch viel, viel schlimmer. Die hat noch viel ganz andere kranke Scheiße gemacht. Also die ist ganz, ganz furchtbar. Schließend ihre neuesten Doxing-Eskapaden zu attackieren. Macht über Leute lustig, die in der Kindheit vergewaltigt wurden und sowas. Ich glaube, noch irgendeine Sterbenskranke, die mittlerweile auch tot ist, hat sie gescammt. Die ist ganz furchtbar. Zum grünen Abschluss thematisieren wir dann, wie besprochen, diese Anzeigenphase, mit der sie Aishas Zeit und Nerven stiehlt. Glaub mir, es wird wirklich utopisch. Feuerfrei. Den einen oder anderen hat es vielleicht schon gewundert, warum sich mich so jemand darüber beschwert hat, von Aline Bachmann gesperrt worden zu sein. So viel sei gesagt, es liegt nicht daran, dass sie gut mit Kritik kam. Ich habe einige Strike-Versuche vorliegen. Auf die werde ich mich selbstverständlich beziehen. Ich möchte hier aber nochmal ganz klar verdeutlichen, dass ich mich hier auf öffentlich zugängliche Quellen beziehe. Alles, was gezeigt wird, ist bereits öffentlich, gemäß Artikel 5 des Grundgesetzes. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wortschrift, Bild, Lüge! Und weil ich schlicht und ergreifend ein faules Stück Dreck bin. Aber die ich gesehen habe, reichen mir, um zu sagen, dass sie wahrscheinlich so gut wie alles über sich sperren lässt. Beziehungsweise versucht. Zumindest, falls ihr Kontrahent eine gewisse Form der Reichweite aufweisen kann. Betroffene YouTuber sind unter anderem Tim Jacken, Unico, Persia X, Mastak, ich und ich weiß nicht, wer Unico ist. Mehr. Ein beliebtes Persia X habe ich irgendwie in Erinnerung, dass sie ein bisschen querdeckermäßig ist. Mittel des unrechtmäßigen Takedowns ihrerseits ist natürlich, wer hätte es gedacht, das Urheberrecht. Dass sie nicht alles, was ihr unlieb ist, mittels falschen DMCAs flaggen kann, ist anscheinend nicht in ihrem Hirn drin. Wer weiß, was sich da noch so alles zu der bunten Knete und den Murmeln hinzugesellt, das auf jeden Fall nicht. Strike-Antrag betroffen sind unter anderem folgende Videos. Aline Bachmanns Pferde brauchen Hilfe von Unico, indem er über die falsche Behandlung der Tiere redet. An Sachlichkeit wirklich kaum zu überbieten und stimmt, die kümmert sich ganz stark um die Pferde. Außerdem, meine Paybacks und die Videos davor, wie zum Beispiel das, in dem ich ihren gescheiterten Doxing-Versuch mir gegenüber kritisierte, sowie Tim Jackens Reaction auf diese. Ebenso Mastaks Reactions. Als nächstes hätten wir da Persia X Video mit dem Titel Niemand ist wichtiger als Aline Bachmann. Bei dem Strike musste ich übrigens besonders schmunzeln. Lin wurde damals auf Insta gesperrt und Aline kam mit Pauken und Heuchelei in ihre DMs geslidet. Die sieht auf dem Bild übertrieben gruselig aus, muss ich mal sagen. Also wirklich, die sieht ganz, ganz gruselig aus da drauf. Ich hätte voll Angst. Ich denke, die würden denken Dämon, Alter. Dass sie ihr helfen will, ihre Plattform wieder zu bekommen, weil sie es ja niemandem gönne, die Plattform zu werden. Egal ob Beef mit ihr. Während sie hinterrücks versucht, sie ihrer Hauptplattform zu berauben. Kannst du dir nicht ausdenken. Das war wahrscheinlich sogar zum selben Zeitraum. Da die eben gezeigten Strike-Versuche per DMCA nicht so ganz hingehauen haben, hat sie es mit einer anderen Masche versucht. Sperrung durch Berufung auf deutsches Gesetz. Unter anderem diesen Schmutz wie Netz.de. Weil ist ja böse, böse Hassrede, Verleumdung und so. Lächerlich. Ja, Heiko Maas, Alter. Aline. Zum Beispiel Unicos Video wurde durch so einen Doppel-Takedown-Attempt attackiert. Sie kam übrigens bei keinem einzigen Video mit diesem hinterhältigen Bullshit durch. Bei keinem. Weil ich weiß zumindest, korrigier mich bitte, Aline. Ich weiß ja, dass du gerade mithörst. Scheinbar gab sie Sachen an, dass Bilder, Videos und Ausschnitte geschützt sind und weiterverwendet werden, trotz gestellter Anzeige bei der Polizei. Ja Mensch, warum sitzen wir denn noch nicht alle im Kittchen? Kapitalverbrechen, Rübe vom Hals ab, aber Dalli! Da kommen wir gleich noch zu. Meine Güte. Übrigens, fragst du dich nicht auch so ein bisschen, warum du ständig Polizeianträge stellst und irgendwie keiner durchkommt? Nur mal so für dich als kleiner Denkanstoß. Aline, denk mal drüber nach. Ist dir denn soweit bewusst, liebe Frau Bachmann, dass das, was du gemacht hast, auch nicht so ganz legitim ist und YouTube Missbrauch der Sperrfunktion nicht duldet? Deswegen steht in Bestätigungsmails auch immer Folgendes. Zitat. Ich erkläre Folgendes in Treu und Glauben. Ich bin der Rechteinhaber eines exklusiven Rechts, gegen das mutmaßlich verstoßen wird oder bin berechtigt, im Auftrag des Rechteinhabers zu handeln. Ich will mich mal matchen, wenn ich mal einen Strike gebe, Digga, aber es gibt nichts von mir, was ich irgendwie striken könnte. Dennoch, ich bin nach bestem Wissen und Gewissen der Ansicht, dass die fragliche Verwendung des Materials nicht vom Rechteinhaber der Urheberrechte, seinem Vertreter oder durch das Gesetz genehmigt ist. Dass sie der Ansicht ist, glaube ich ihr sogar.
Ist halt nur nicht richtig, ne? So ein Mist aber auch. Weitergehend, diese Benachrichtigung ist korrekt. Mir ist bekannt, dass die wissentliche Falschbeschuldigung einer Urheberrechtsverletzung rechtliche Folgen nach sich ziehen kann. Ja, gut, ob die gefühlt 100 falschen DMCAs, die nicht mal durchgegangen sind, schon als falscher Gebrauch gewertet werden könnte? Also ich... Ja, natürlich. Falls ihr es nicht wusstet, YouTube handelt mit Sperrung häufiger sehr, sehr vorschnell, gerade in Sachen Copyright wird lieber... Aber wirklich, das ist ganz schlimm, ganz viele Videos von mir werden... Also wenn ich überhaupt kein Video mache, gefühlt die Hälfte ist gestrikt, Alter. Schneller gesperrt, kann ich übrigens rein geschäftlich auch nachvollziehen. Umso bitterer ist es nur, dass sie da so viele Klatschen bekommen hat. Letzter Punkt jetzt noch. Ich weiß, dass der Missbrauch dieses Tools zur Kündigung meines YouTube-Kontos führt. Stell dir mal vor, einer der Betroffenen würde sich jetzt mal dagegen wehren. Was wäre dann? Uno Reverse ein bisschen? In den abgelehnten Anträgen steht fast immer Folgendes. Wir haben Ihre Anfrage geprüft und konnten keinen Grund erkennen, weshalb die von Ihnen gemeldeten URLs laut Netzwerkdurchsetzungsgesetz eingeschränkt werden sollten. Wir empfehlen Ihnen, Probleme dieser Art immer direkt mit dem Creator zu klären. Wie wär's, Aline? Wir zwei beiden live in einer Diskussion. Du hast es ja noch nie versucht, mit mir zu klären. Du haust ja sofort nur drauf. Die abgeschmetterten Sperranträge gefallen dir aber gar nicht. Aline mag das nicht. Oh nein. Überhaupt nicht. Wie gesagt, ein cursed Bild, Alter. Sie antwortet YouTube ganz gerne mal relativ pumpig. Ich zitiere wortungenau. Guten Tag. Wenn Sie als Unternehmen nicht dagegen handeln, werde ich Anzeige erstatten. Haben Sie das Video mal angeglotzt? Das geht doch gar nicht. Es werden meine Bildmaterialien verwendet und Lügen erzählt. Das ist Rufmord. Das hat sie wirklich fast genauso geschrieben. Falls du das abstreitest, Aline, darf ich doch sicherlich den Beweis posten, oder? In anderen Mails wird es nochmal richtig räudig. Da versucht sie mit der wegen dem Video, bin ich jetzt psychisch Krankmasche zu kommen, samt dreimal gecopy-pastete Erdedikts-Paragraphen. Sie versuchte sogar einmal eine Sperrung durchzudrücken, indem sie einen angeblichen Todesfall in der Familie instrumentalisierte. Da marschiert einem wirklich die Jauche Richtung Mund. Also, keine Ahnung. Ich werde alles zeigen und mitteilen, wie es ist, was war. Alles. Das ist Clash of Clans Musik! Aline hat in der Zwischenzeit mehrfach versucht, Leute zu doxen. Mir wurde sogar erzählt, dass sie es bei mir ein zweites Mal versucht hat. Ich habe davon allerdings nichts mitbekommen. Ihr erinnert euch wahrscheinlich noch an damals, als sie mit der Anzeige rumgewedelt hat, auf dem meine Adresse stand und sie fragte, wer denn alles meine Handynummer haben möchte, um mir mal zu schreiben. Mir liegt eine 8-minütige Aufnahme des nächsten Doxing-Fiaskos vor. Wir schauen da mal so ein wenig rein und gucken uns dann noch das drumherum an. Ich weiß nicht, was falsch mit ist, aber ich denke so einiges. Dem Doxing hält sie natürlich ihren üblichen Sermon. Ihr werdet noch alle Beweise sehen, ne? Bla bla. Es ist halt immer das fucking selbe bei ihr. Die Beweise werdet ihr bald alle sehen. Nee, wir machen keinen Podcast. Wir machen eine richtige Sendung. Du möchtest was nicht machen? Ein Podcast, also. Jungs, unser Politiklehrer sagt es auch immer. Er sagt immer, Jungs, Podcast, Politik-Podcast. Von der Welt, Jungs, die ist gut, seriös, Welt-Podcast. Und ich werde alles zeigen und mitteilen, wie es ist, was war. Ich werde alles, alles. Aline, meine Gute. Kapital Bra-Fan war fix, Digga. Ich möchte dich darauf hinweisen, dass du jetzt schon ungefähr 20 Mal gesagt hast, du wirst alles beweisen. Jedes Mal kommt sie damit um die Ecke. Und nie, nie beweist sie hinter irgendwas. Ein klassischer Fall des Rainer Esken Ankündigungssyndroms, meine Kerle. Es folgt eine Lobesballade an die anonymen Hacker, die sie fleißig mit Infos versorgen. Danke. Ich weiß nicht, wer das ist. Das ist auch noch was. Ich muss mal ganz kurz sagen. Diese Menschen, die mir hier anonym helfen, ich weiß nicht, wer hinter diesen anonymen Menschen steckt, aber ich weiß, dass sie jetzt zuschicken. Oder dass sie jetzt zuschauen. Ob ich weiß, wer dahinter steckt? Nee. Nach diesem Lobgepreise droppt sie die D-Bombe. Ihr seht das Ganze natürlich nur zensiert. Ebenso wurde der Name ausgebiebt. Was, aus Bombe? Völlig offensichtlichen Gründen. Man sieht halt in diesen Ausschnitten wirklich alle personenbezogenen Daten. Und wer in der Nähe von diesem wohnt und ihn sieht, mach mal bitte ein Foto von ihm. Also ich sag's nochmal. Wer ihn sieht, kann ihn gerne mal von mir grüßen. Ich habe ihn ja schon angerufen. Also ich habe seinen Vater angerufen und habe gesagt, hier, ihr Sohn macht ganz schön böse Dinge. Ich habe seinen Vater angerufen, die Nummer habe ich auch. Sagt, hier, wo ist ihr Sohn? Der zieht mich im Internet ganz schön aus. Wer Optimal! Öffentlich in einer Versammlung. Deine Idee, ja. Eines Inhalts, Paragraph 11 Absatz 3, personenbezogene Daten. Ich stell mir vor, irgendeine random Person ruft meinen Vater und sagt, yo, ihr Sohn macht bitte den auf den Multiband, der macht richtig Stress, Digga. Komm, mein Vater, schreib Jörn. Andere Person in einer Art und Weise verbreitet, die geeignet und nach den Umständen bestimmt ist, diese Person oder eine nahestehende Person der Gefahr, erstens, eines gegen sie gerichteten Verbrechens oder einer gegen sie gerichteten sonstigen rechtswidrigen Tat auszusetzen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Handelt es sich um nicht allgemein zugängliche Daten, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe. Während du die ganze Zeit darüber schwafelst, dass sich andere strafbar machen, machst du dich selber die ganze Zeit strafbar, mutmaßlich. Es folgen weitere Denunziationen, die in der öffentlichen Domäne eigentlich nichts verloren haben. Und sein Vater hat klipp und klar gesagt, mit meinem Sohn, das ist nicht mehr mein Sohn, mit dem möchte ich nichts zu tun haben. Und da merke ich schon, dass das echt ein armes Würstchen ist. Wirklich, ganz, ganz armes Würstchen.
Du tust mir echt leid. Ich hab schon Mitleid mit dir. Dass dein Vater so von dir redet und nichts mit dir zu tun haben will. Ja, ganz toll, Anine, wirklich. Diese Frau nimmt wirklich jede Angriffsfläche, die nicht bei drei auf dem Baum ist. Die ist auch einfach hart unsympathisch. Aber wehe, andere nutzen Angriffsfläche, die eben in der öffentlichen Domäne schon vorhanden sind. Nee, wollen wir nicht. Machen wir nicht. Kurz darauf wird sie darauf aufmerksam gemacht, dass sie hier einige Datenschutzverstöße und Hoppalas begangen hat. Datenschutz ist mir egal. Ich zeig's nochmal. Hier. Bitteschön. Und dann kommt er, der 13. Typ, der aussieht wie: Hey Moritz, du bist hübsch. Wie viel Trotz kann ein Mensch eigentlich an den Tag legen? Ja. Eitel, frag doch mal, was mit Eitel ist. Frag doch mal. Adine, ich habe Aisha gefragt, was da los ist. Ihr geht es zurzeit halt wieder schlecht, sie schafft es nicht mal richtig zu essen und muss sich jetzt trotzdem wegen dir mit der Polizei rumschlagen. Ich will hier wirklich nichts unterstellen. Es ist aber schon ein ekelhafter Zufall, dass es Aisha gerade besser ging, sie dann ihre Ruhe hat. Kaum ist sie wieder komplett am Ende, kaum geht es ihr richtig dreckig, wird sie wieder mit so einem Mist belastet. Ich habe mit dir geschrieben und trage euch... Das ist ein Zeichen, Digga. Ich hab bei Moritz früher jedes Video geguckt. Ich war Hardcore-Fan, Alter. Sinngemäß vor, was ich erfahren habe. Zunächst wurde Aisha dazu eingeladen, eine Aussage zu machen bezüglich des Spendenkontos von Aline Bachmann. Diesen Termin konnte Aisha logischerweise nicht wahrnehmen, weswegen die Polizistin ihr sagte, dass sie ihr einen Brief nach Hause schicken würde. Sie wurde um eine schriftliche Äußerung als Zeugin gebeten. Frau Bachmann hat über das Internetportal eine Spendenaktion für sie eingerichtet. Darin wird aufgeführt, dass sie an einer Krebserkrankung leiden und sich für den Krankenhausaufenthalt eine Playstation wünschen. Und dafür wurde die Spendenaktion inszeniert. Beantworten Sie dazu bitte die Fragen auf dem angeführten Fragebogen. Die Fragen waren wie folgt: Wie kam es zu der Spendenaktion? Würde ich beantworten mit öffentliche Ovations. Wie haben Sie Frau Bachmann kennengelernt? DMs, I guess. Erfolgte die Spendenaktion mit Ihrem Einverständnis? Nein, anscheinend nicht. Du, ich dicke Klippen, darüber habe ich den entdeckt, Digga. Digga, dass du es auch kennst. Ich habe dicke Klippen und ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber das war krank. Wurden Spendengelder übergeben? Wann und in welcher Höhe? Soweit ich weiß, auch nicht. Hat Ihnen gegenüber jemals eine Person angedeutet oder behauptet, dass sie Spendengelder veruntreuen würde? Können Sie Informationen zur Verfügung stellen? Worauf Aisha antwortete, dass sie ungefähr von 500 Leuten gewarnt wurde. Ja, lol. Als letztes wurde Aisha nach weiteren Angaben gefragt. Sommerzeit hat er geballert. Ja, ich wurde bedroht und das Spendenkonto wurde ohne mich zu fragen eröffnet. Also mal Butter bei die Fische. Ich bin mir zu 80% sicher, dass die Anzeige gegen mich gerichtet ist. Ah, sie ist schwanger, die ist halt hart minderjährig. Yeah, Sex Appeal. Yeah, weiß ich nicht. Yeah, nochmal traurig. Ja, das sieht nicht so aus, als würde man... Yeah, Brüste, da klicke ich drauf. Yeah, eine weine Frau. Es ist... Besser, ich nicht mehr gucke. Ich kann mich auch irren, natürlich. Das sind genau die Sachen, die Aline mir schon mehrfach vorgeworfen hat, die allerdings auch mehrfach von mir getestet wurden. Aisha schrieb mir übrigens noch, dass die Polizistin meinte, dass das eh alles fallen wird. Kann sich schon noch vor, Digga! Wird, als sie ihr sagte, dass es sogar ein YouTube-Video gibt, wo sie selber gesagt hat, dass sie nichts davon weiß. Ihr erinnert euch. Sie hat nicht gesagt, ihr geht es schlecht. Sie hat nicht gesagt, Aline, ich brauche Geld. Sie hat nicht gesagt, Aline, mach mal das. Sie ist nicht auf mich zugekommen und hat ihr Leid mir mitgeteilt. Von Anfang an gesagt, dass ich ein negatives Gefühl dabei habe, dass wir so einen Spendenaufruf starten. In dem Video sagt Aline übrigens auch, dass das Geld allgemein für Support da war und nicht für eine PS5. Ne? So Aisha zu mir. Ein paar abschließende Worte an dich, Aline. Ich weiß, dass du auf allen erdenklichen Wegen versuchst, mir Paroli zu bieten. Du hast es nicht geschafft, mich mit angeblichen Copyright-Verstößen ranzubekommen. Du hast via NetzDG versagt. Beides ist bekannt dafür, fast immer zu funktionieren. Häufig auch nicht mal angemessen. Lieber zu früh als zu spät Alarm schlagen. Du hast es anscheinend schon mehrfach auf Rechtswegen versucht. Du bist jedes Mal gescheitert. Du hast mich bedroht. Du hast versucht, mich zu doxen. Alles, was dir zur Verfügung steht. Wie fühlt es sich fucking an, jedes Mal so widerliche, dreckige Mittel aus der Trickkiste zu holen und dennoch immer und immer wieder kläglich zu scheitern? Wohlwissend mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass das gerade alles erst der Anfang war und du nichts gegen die Wahrheit, die dir noch um die Ohren fliegen wird, unternehmen kannst. In Liebe, dein Nero. Es war ein bisschen cringe das Ende, aber yeah, Rockmusik.